Wie lange trittst du eigentlich schon auf der Stelle? Ist es nicht so, dass du dir immer wieder Sachen vorstellst, die du mal machen möchtest oder was du mal sein möchtest? Und irgendwann mal legst du damit los, nur nicht heute. Und das machst du jetzt schon seit Jahrzehnten, gefühlt dein ganzes Leben lang. Also mir geht's auf jeden Fall so. Hallo, da bin ich wieder. Hier ist Tikva. Tikva im Danach-Modus. Ja, ich mache immer noch meine Tikva-Kur. Es ist inzwischen Tag 527 und ich bin feste dabei. Und ich möchte mich jetzt weiterentwickeln. Ich hatte es ja schon zum Jahresanfang angekündigt, dass im Juli bei mir ein paar Sachen sich verändern werden. Meine Abnahme läuft ewigst weiter, denn das habe ich so beschlossen. Meine Ernährung ist gut und ich denke mal, dass ich jetzt endlich mich weiterentwickeln kann. Dazu habe ich ein paar Sachen gemacht und die möchte ich mit euch teilen. Deswegen mache ich dieses kleine Video. Wieder mal was Ungeschnittenes, also verzeiht mir meine ganzen Sprachfehler oder unlogischen Sätze. Das passiert bei sowas. Aber mir ist wichtig, dass ihr meine Botschaft bekommt. Es ist super, anzufangen mit etwas. Es lohnt sich, Risiken einzugehen. Es ist immer wieder wert, auch mal eine schmerzvolle Phase zu durchleben. Wie lange ist das jetzt her? 1,5 Jahre. Da habe ich das erste Video gemacht zur Tikva-Kur. Und ich sah schrecklich aus. Ihr habt mit mir gelitten. Ihr habt die Wahrheit gesehen, was passiert, wenn man sich gehen lässt und wenn man seinem Reptilienhirn folgt und sich vor dem Leben versteckt. Dann gehst du kaputt. Und jetzt bin ich hier 527 Tage später ein komplett anderer Mensch. Ich bin noch derselbe, aber geistig habe ich mich sehr stark weiterentwickelt. Ich habe mich körperlich sehr stark weiterentwickelt. Ich bin weit weg von der Perfektion, aber das ist eh so ein Mythos. Perfektion ist für Menschen, die Angst haben, Angst vor dem Chaos. Und das Leben ist Chaos. Ich bin auch gern Perfektionist. Aber ich habe auch gelernt, dass diese Perfektionismus-Sache mich gar nicht so gut voranbringt, sondern mich auch sehr stark lähmt. Also mache ich inzwischen auch Sachen, die nicht mehr perfekt sind, aber ich mache sie halt. Und das hat mich auch ungemein weitergebracht. War auch eine Lernsache gewesen. So, ich habe jetzt letztens hier ein Posting bekommen von jemandem, der war von mir schwer enttäuscht, weil er hat zufällig ein Video von meinem anderen Kanal gesehen, von TikVerPow. Das war ein Video-Review gewesen. Da mache ich halt diese Popkultur-Videos, die nichts mit dem zu tun haben, was auf diesem Kanal läuft. Aber er hat das irgendwie durcheinander gebracht und hat gesagt, ja, ich bin so unbeständig, da gebe ich sogar recht. Das ist leider so ein Ding von mir, dass ich jeden Tag irgendwas anderes in der Birne habe und komplett neue Sachen machen möchte. Aber gut, er hat mir das halt angekreidet, dass ich jetzt keine Diätvideos mehr mache, sondern Filmvideos. Dieser Kanal hier war nie dazu gedacht gewesen, Diätvideos zu machen. Ich wollte auf diesem Kanal das Leben, mein Leben, mit euch teilen. Meine Geschichte. Tikva Live, so heißt der Kanal. Nun ist es so, dass ein Großteil meiner Geschichte sich tatsächlich ums Abnehmen gedreht hat. Ich hatte ein enormes Problem gehabt. Und ich habe das versucht, auf verschiedene Arten und Weisen anzugehen. Ich bin damit mehrmals derbe auf die Fresse geplackt. Aber auch das habe ich mit euch geteilt. Ihr habt in diesen 3, 4 Jahren, wo ich jetzt diese Videos gemacht habe, sehr viel von mir kennengelernt, meine guten und meine schlechten Seiten. Aber was ihr auf jeden Fall kennengelernt habt, das ist eine ehrliche Seite von mir. Ich habe euch offen gezeigt, was bei mir abgeht. Und zwar nicht die schönen Seiten. Ich habe euch gezeigt, was mich zu diesen schlimmen Sachen führt, die mir passiert sind. Aber ich habe euch auch gezeigt, was passiert, wenn man seinen Arsch hochkriegt und etwas dagegen tut. Und man kann jeden Tag anfangen. Ein anderes Posting hat geschrieben, ja, ich habe damals zugeguckt, wie du angefangen hast. Und jetzt sitze ich da und bin immer noch so dick wie am ersten Tag, als du angefangen hast. Ich bin jetzt nicht mehr dick. Es mag frustrierend sein, zu sagen, ja, wenn ich jetzt abnehmen will, habe ich auch 500 Tage vor mir. Das Ziel ist so weit weg. Aber ich habe damals nicht angefangen, weil das Ziel so weit weg war, sondern weil ich mich entschieden habe. Kopfentscheidung, für immer schlank. Die 5%, die für immer schlank bleiben, sind die, die sich im Kopf entscheiden. Das habe ich getan und ich bin bis heute dabei. Ich bleibe dran. Und das hat mein Leben komplett umgekrempelt. Besser als jede Saftkur.
eine kleine Entscheidung. Und jeder, jetzt der da draußen ist und dieses Video guckt und Übergewicht hat oder anderes Leiden im Leben, lasst euch gesagt sein, es geht nicht um diesen großen Weg, es geht um diese kleine Entscheidung in deinem Kopf. Dieser kleine Augenblick entscheidet, wie alles weitergeht. Und dann beständig dranbleiben, wenn du dich entschieden hast. Ich bin auch beständig dran geblieben, als ich mich dick gemacht habe. Wir kennen das. Auch im Positiven. Meine Botschaft ist jetzt. Leg los. Heute. Fang an. Jetzt. Übertreib's nicht. Mach kleine Schritte. Mach das, was du dir zutraust. Aber mach's. Mach's jeden Tag besser. Oder auch schlechter. Aber mach's. Die Routine ist wichtiger als das Ziel. Auch das habe ich von Anfang an gesagt und ich kann es nur bestätigen. Meine Erfahrung jetzt sagt, die Routine, die ich mir jetzt beigebracht habe, ist fester geworden als alles andere in meinem Kopf, was mich gieren lässt. Ich gehe jeden Tag einkaufen, jeden Tag ist der Dämon in meinem Kopf und sagt mir, nimm eine Brezel mit, nimm eine Schokolade mit. Es tut doch nicht weh. Und jedes Mal bin ich stärker. Nicht einfach so aus dem Nichts, sondern weil mein Kopf dann auch gegenargumentiert. Was bringt es mir denn jetzt, eine Schokolade zu essen? Was bringt es mir, diese Brezel zu kaufen? Meinen Plan kaputt zu machen? Wo führt es mich hin? Ich habe auch keinen Bock, wenn ich dann wieder zu viel gegessen habe, dann faul irgendwie rumzuliegen und das Essen verarbeitet sich in meinen Körper hinein. Das halte ich inzwischen für eine ganz eklige Sache. Ich esse die letzten Wochen fast nur Salate. Das hat auch mit dem Wetter zu tun, es ist gerade sehr heiß. Aber ich bin einer, der muss viel essen. Das wird immer so sein. Das greift mir auch ein paar Leute noch an. Dennoch entscheide ich mich, das Richtige zu essen. Jeden Tag 1500 Kalorien, da kannst du echt eine Menge essen. Und das sind momentan bei mir Salate mit veganem Fleisch oder auch mit Hähnchenfleisch. Wobei das jetzt weniger ist, da jetzt in diesen Zeiten das sehr teuer geworden ist und ich mir das nicht mehr leisten möchte. Also ganz selten nur noch. Ja, gut, also das ist der Stand der Dinge. Ich bin gut drauf. Ich hoffe, ihr nehmt das mit für euch. Das will ich nämlich. Ich mache das nicht nur, um euch jetzt zu zeigen, aha, guck mal, wie toll ich jetzt aussehe. Nein, ich mache das, um euch zu inspirieren, euch zu motivieren. Legt los, macht was. Macht was Besseres. Ihr könnt das. Ihr seid besser. Okay? So, jetzt zu meiner zweiten Phase dieses Jahres. Diese zweite Phase ist ein Umbruch. Ich habe mich auch sehr lange hier versteckt, in meinem Atelier. Habe immer davon geträumt, mal ein größeres Atelier zu haben. Ich bin Künstler, eigentlich sogar ein sehr erfolgreicher Künstler, wenn man ehrlich ist. Dennoch habe ich mich auch vor diesem Erfolg versteckt. Und jetzt gehe ich raus und versuche, diesen Erfolg wirklich mal zu greifen. Ich mache diese Sachen intuitiv und bin seit 1989 erfolgreich damit. 1989 habe ich meinen ersten Job bekommen. Ich habe einen Comics an die ASM verkauft, an den aktuellen Softwaremarkt, für 150 D-Mark. Und ich habe mir damals geschworen, ab jetzt wirst du nie wieder einen regulären Job annehmen, sondern du wirst mit deiner Kunst leben und überleben. Und das habe ich bis heute. Das habe ich auch geschafft. Ich musste dafür auch vieles ertragen, in Kauf nehmen. Und ich durfte vieles nicht machen, was andere machen können. Und Sicherheit gab es auch nie. Und ich habe auch brutal in die Fresse bekommen. Dennoch war auch diese Entscheidung damals fest und ist sie bis heute. Nur ist mir auch aufgefallen, ich bin ein Mensch, der sich den Erfolg versagt. Ich verweigere es, erfolgreich zu sein. Ich bin immer bis zum gewissen Maße erfolgreich und dann breche ich ab. Ich gönne es mir nicht. Ich habe viele erfolgreiche Serien gehabt und habe sie irgendwann eingestellt, wenn sie zu erfolgreich geworden sind. Auch dieser Kanal ist interessanterweise gerade so erfolgreich, dass ich damit jetzt kein Problem habe. Aber das soll jetzt vorbei sein. Ich möchte mir den Erfolg holen, den ich mir verdient habe und den ich auch brauche, um ehrlich zu sein, damit das Ganze hier weiter funktioniert. Denn wenn ich das nicht durchbreche, diese geistige Grenze, werde ich wieder zurückfallen. Denn dieses Loch, in dem ich gelebt habe, hat auch dazu geführt, dass ich diese
Dinge gemacht habe, dass ich dick wurde, dass ich viele andere Sachen gemacht habe, die nicht gut waren. Aber in mir steckt auch dieser andere Mensch, der Gute. Den habe ich jetzt hervorgeholt. Der hat jetzt das Ruder übernommen. Und das schon eine geraume Zeit. Ich halte mich ganz gut. Ich glaube auch, jetzt ist es beständig. Dennoch mache ich es genau wie damals, 1989. Ich breche jetzt alles hinter mir ab. Ich möchte jetzt meinen Weg gehen. Dazu muss ich ein Risiko eingehen. Ich krieg auch wieder auf die Fresse. Und es wird vieles passieren, das nicht gut ist. Aber ich weiß, wo ich hin will. Und das passiert jetzt. Ich habe mir ein Haus gemietet. Ein Haus, das mein neues Atelier werden soll. Das werde ich ab 1. Juli beziehen und ausbauen. Und ich möchte, dass ihr dabei seid. Ich möchte jetzt wieder einen Vlog starten, in dem ich euch erzähle, wie diese neue Phase läuft. Wie damals, als ich mit dem Saftfasten angefangen habe. Das habe ich nicht gemacht, dieses Vlog, damit ich euch zeige, wie Saftfasten funktioniert, sondern ich wollte euch die Erfahrung erzählen von diesem Abenteuer, das ich angegangen bin. Das war das Kernthema gewesen. TIGWA Live, dieser Kanal, ist kein Abnahmekanal. Es ist die Erfahrung eines Menschen, der versucht, Blockaden zu durchbrechen. Und jetzt kommt diese Blockade, die ich durchbrechen möchte. Da seid ihr jetzt auch dabei. Also, wenn ihr wollt. Dazu müsst ihr den Kanal abonnieren, die Glocke drücken, dieses Video liken, mir schreiben, mich motivieren, mich bei der Stange halten. Denn auch ich habe Angst vor dem Ganzen. Das ist normal. Sagt nicht jeder. Aber wenn du etwas wagst, das fremd für dich ist, dann ist da viel Kopfkino. Was kann alles schiefgehen? Wobei dieses Kopfkino einfach doof ist, weil wenn es schief geht, geht es halt schief. Und dann kannst du dann den Kopf machen. Nur machen wir das meistens vorher. Das versuche ich auch ziemlich auszuknipsen. Es wird irgendwas werden. Ich glaube, ich schaffe das. Aber es ist ein Abenteuer. Und wenn nicht jetzt, wann dann? Ich werde auch nicht jünger. Ich kann nur mit 80 rumsitzen und sagen, boah, irgendwann hole ich mir meinen Erfolg. Aber wir verbrennen, das Leben geht vorbei. Wir sind nicht ewig hier. Das Leben ist allgemein sinnlos. Wir kommen auf die Welt, um uns fortzupflanzen und weiterzuziehen. Das ist alles. Mehr ist eigentlich nicht dahinter. Aber da wir intelligent sind, können wir das Ganze spaßiger gestalten. Oder auch zur Hölle machen. Das haben wir beides drauf. Ich selber bin jetzt in der Phase, dass ich mir einfach das holen möchte. Das, was ich bin. Das, was ich kann, soll endlich auch diese Früchte tragen, die ich mir verdient habe. Also, die ich schon längst verdient hatte, aber niemals mir geholt habe. Ich habe schon öfters erzählt, ich will keinen YouTube-Kanal, wo 1000 Leute zugucken. Ich möchte einen großen Kanal haben. Ich möchte erfolgreich sein. Das sind viele andere auch. Ist das ein Problem? Ist das bösartig, jetzt zu sagen, dass man erfolgreich sein möchte mit dem, was man macht? Im Gegenteil. Ich glaube, jeder von euch möchte mit dem, was er macht, erfolgreich sein. Und wenn man nichts macht, dann muss man auch nicht erfolgreich sein. Also kann man sich auch hinsetzen und einfach das Ganze ruhen lassen. Machen auch viele Menschen. Ich selber bin der kreiert, schon immer. Ich erzähle, ich erfinde und ich möchte das der Welt zeigen, ich möchte es mit ihr teilen. Und das hat mich zu dem geführt, was ich bin. Und jetzt soll das Ganze endlich auch mal explodieren. Das ist mein Traum, das ist mein Wunsch. Vielleicht wird es mit dem Kanal hier auch endlich mal was. Ich habe jetzt 4 Jahre lang hier auf der Stelle getreten, habe auch viel Mist gemacht auf dem Kanal. Also viele Ruhepausen, schlechte Videos, doofe Ansagen. Es ist genauso, wie ich im Leben bin, hier gelaufen. Ich möchte es besser machen. Mir geht es nicht darum, hier regelmäßige Videos rauszubringen, um Content zu kreieren, den Algorithmus zu befriedigen und Leuten Unterhaltung zu bieten. Ich möchte ehrlich sein. Ich möchte meine Geschichte erzählen und ich möchte sie so erzählen, wie sie ist. Und das geht nur, wenn ich hier auch diesen Kanal so führe, wie ich bin. So, ihr wisst Bescheid.
Ich hoffe, ihr bleibt bei mir. Wenn euch das nicht gefällt, dann ist es super okay, das Ganze zu deabonnieren. Ich respektiere euch, ich respektiere eure Meinung und ich respektiere es auch, wenn ihr nicht mehr dabei sein wollt. Aber wenn ihr dabei sein wollt, dann unterstützt mich auch. Helft mir, das Ganze zum Erfolg zu führen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir Likes gebt, wenn ihr mir die Glocke klickt, das ganze Ding abonniert. Es wäre schön. Muss nicht sein. Eure Entscheidung. Ihr seid hier der Chef. Was das Ganze wird, werden wir sehen. Das Abenteuer startet. Das nächste Video, das ihr hier sehen werdet, das wird aus dem neuen Atelier sein. Ich werde dann ein neues Vlog anfangen. Ähnlich wie der Sachtfasten-Vlog. Nichts Großes, kleine Aussagen, öfters mal verteilt über die Wochen. Und ihr dürft dabei sein, wenn ihr wollt. So. Das war's von mir erstmal. Ungeschnitten, roh. Ich bin für heute raus. Wir sehen uns dann in einer anderen Welt wieder. Bis dahin, Tikva aus.